Damit man auf der Bühne, aber auch im privaten Leben immer fit ist, muss man natürlich auch etwas dafür tun. Für Fitness treibe ich sehr viel Sport. Ich gehe fast jeden Tag joggen. Ich spiele Fußball spielen, wenn es die Zeit erlauben tut. Für die Bühne, für Singen, da muss man natürlich üben. Man muss einfach jeden Tag an der Gesangstechnik arbeiten. Aber auch der Sport hilft zum Singen, für das Volumen. Das hält einen fit. Und auch ein bisschen jung. Dass ich jetzt gerade auf 6 Sprachen gesungen habe, das ist etwas Neues, das ist etwas sehr Spezielles. Das Album heisst ja auch «In Love for Europe», es geht auch um Europa. Und zwar weniger um das politische in Europa, sondern mehr um das Multikulturelle. Und in dem Fall halt um die Sprachen auch. Ich habe, wie schon in anderen Alben, auf Englisch, Französisch, Italienisch und auch Deutsch gesungen. Jetzt neu, auch auf griechisches Lied und auf türkisch, das erste Mal. Sonnenuntergang auf der Dolder Eisbahn zusammen mit dem Ruben Drolet und dem Württembergischen Philharmonieorchester. Das ist schon ein Erlebnis. Nicht nur für das Publikum, aber auch für Sie. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist genauso ein Erlebnis für uns Künstler, für den Ruben und für mich und auch für das Orchester, da dürfen aufzutreten bei Live at Sunset. Also ich hoffe, es gibt einen fantastischen Abend, wo das Publikum genauso Freude hat wie mir. Und damit es einfach einen schönen Abend gibt für alle Beteiligten. Ich glaube, Alternativenergien muss man muss unglaublich das schaffen. Man muss jetzt investieren. Wenn man andere Alternativen hat, Möglichkeiten hat, dann soll man die auch einsetzen. Das machen sie sicher auch schon, aber leider gibt es halt für Erdöl noch keinen andere Substanz, die genau das bewirken kann, was Erdöl bewirken tut. Ich finde eigentlich all die Energieformen sympathisch, die der Umwelt nicht schaden. Wenn sie auch natürlich auch effizient genug sind. Wir haben gewisse Bedürfnisse und auch, wir haben auch gewisse Ansprüche bekommen in den letzten Jahrzehnten. Wenn jetzt die neuen Energieformen nicht genau das würde bringen, wie die Energieformen, die wir zurzeit haben, wie zum Beispiel Erdöl. Und wir müssen dann dafür irgendwelche Abstriche machen, dann finde ich, dann müssen wir die Abstriche auch machen.